hinter euch! Nein! Ich habe Aufnahme. Pause gemacht oder irgendwas. Meine Brille ist leer. Es sah nicht gut aus. Es wird schlimmer. Aber natürlich. Hackett hat gerade gemeldet, dass mehrere Reaper der Sovereign-Klasse das Gefecht mit Schwert verlassen haben und hierher unterwegs sind. Na toll. Dadurch kann Hackett den Tigel in Stellung bringen. Aber wir müssen ein Team auf die Citadel kriegen, um die Arme zu öffnen. Jetzt. Auch wenn wir das schaffen, wissen wir nicht, was uns auf der Citadel erwartet. Dann ist das unsere Aufgabe, herausfinden, womit wir es zu tun haben. Also gut, dann alle Abmarsch. Geben Sie mir Admiral Hackett. Staffeln, Reaper aufhalten, die das Gefecht verlassen. Wir müssen Hammer mehr Zeit geben. Von hier aus geht's auf direkten Weg zum Strahl. Ein direkter Weg, auf dem die Reaper uns vernichten wollen. Wir müssen nur eine Handvoll Truppen durchbringen. Ist das alles? Wir wussten, dass das ein Wabonspiel ist. Ich bin stolz auf sie alle. Niemand hält sich zurück. So. Ich wüsste nicht, mit wem ich das lieber täte. Es war schon immer unser Job, diesen Kampf zu beenden. Das Ziel ist in Sichtweite. Also gut, an alle. Jetzt zählt's. Ach du Scheiße, was ist das so? Wie ist da los? Scheiße. Oh, los, los! Wow! Jetzt ist er stickig!
Was so? So, jetzt oder nie. Ey, die ist auch dort scheiße. Weg, du kleine Pilser. Und weiter! Anderson, auch hier oben? Ich bin Ihnen gefolgt, aber wir sind nicht an derselben Stelle rausgekommen. Oh, glaube ich. Wie sieht es denn bei Ihnen aus? Alles okay? Es ging mir schon besser. Ich fühle mich wie tot, lebe aber noch. Dunkel. Menschliche Überreste. Ich verstehe. Ich bin in einem dunklen Gang. Wie aus Ihrer Beschreibung der Kollektorenbasis. Das leuchtet ein. Glauben Sie, die machen hier einen Reaper? Klar. Die Anlage auf der Erde. Und hier oben werden die Leute verarbeitet. Je früher wir diese Mistkerle in die Hölle schicken, desto besser. Wir rühren die nicht ewig weiter. Aber wo zum Teufel sind wir? Gute Frage. Muss nächste Frage. Ein Zitadell sein, in dem ich noch nie war. Oh. Anderson? Eine der Wände hier hat sich gerade neu ausgerichtet. Der Ort bewegt sich, ändert sich. Kann ich nicht abschießen. Hier ist eine Spalte. Und noch mehr Gänge wie der, in dem ich vorhin war. Ich glaube, ich nähere mich einem Ausgang. Er hat mich hier angegriffen, Gott sei Dank. So weit voraus. Wo sind Sie denn Ihrer Meinung nach?
habe gerade die Spalte gefunden, von der Sie gesprochen haben. Moment. Ich sehe was. Vielleicht eine Steuerkonsole. Ich gehe einfach mal weiter und sehe mir das an. Anderson? Verdammt. Okay. Was zu geier ist das? Anderson? Anderson! Sichert das Überleben. Kontrolle über die Reaper. Und über sie, falls nötig. Sie kontrollieren sie? Das glaube ich nicht, Admiral. Tun sie es nicht? Kontrollieren ist sinnlos. Ich verstehe es nicht. Wir sind hier nicht der Feind. Wie das, ne? Wir sind hier nicht der Feind. Danke. Kontrolle sinnlos. Sie vergeuden Zeit, während unsere Leute sterben. Immer noch ungläubig, Shepard? Fehler. Als die Menschheit die Massenportale entdeckte. Als wir erfuhren, was es in der Galaxie alles gibt, wollten einige die Portale zerstören. Aus Angst vor dem, was wir finden und vielleicht hereinlassen würden. Ja, scheiße. Aber sehen Sie doch, was die Menschheit erreicht hat. Seit dieser Entdeckung haben wir uns um 10.000 Jahre weiterentwickelt. Und die Reaper werden das erneut für uns tun. Tausendfach. Aber... nur wenn wir ihre Fähigkeit zur Kontrolle haben. Blödsinn. Wir vernichten sie oder sie uns. Und diese Chance vergeuden? Niemals. Sie sind blind. Das ist verrückt. Sie haben die Menschen nicht verdient. Sind sie machhungrig? Sie spielen mit Dingen, die sie nicht verstehen. Mit einer Macht, die ihnen nicht zusteht. Das glaube ich nicht. Wir können sie kontrollieren. Warum soll sie uns nicht gehören? Weil wir nicht bereit sind. Nein. Das ist der Weg zur Weiterentwicklung der Menschheit. Es gibt immer Alternativen. Ich habe mein Leben dem Studium der Reaper geweiht. Und ich weiß, dass ich sie mit dem Tigel kontrollieren kann. Und was dann? Wir können sie beherrschen. Ich sehe, was sie mit ihnen gemacht haben. Ich habe genommen, was ich wollte. Es zu meinem gemacht. Hier geht's nicht um mich oder sie, sondern um Dinge, die viel größer sind als wir alle. Er hat Unrecht. Hören Sie nicht auf ihn. Auf wen würden Sie denn hören, Shepard? Eine alte, sture Soldatin, die die Welt nur durch das Visier einer Waffe sieht. Und wenn er sich irrt? Wenn die Kontrolle der Reaper die Antwort ist? Und wenn sie sind
Iran. Darauf warten Sie. Dennoch. Man kann ihr nicht trauen. Dann beenden Sie es. Das, diese zwei kann ich nicht ausnehmen. Nur diese zwei oben. Okay. Man kann nicht trauen. Das beendet sie es. Selbst wenn Kontrolle möglich wäre, würden Sie das nicht zulassen. Sie irren sich. Ich kann noch. Es geht nicht. Stimmt's? Sie lassen es nicht zu. Nein, ich habe die Kontrolle. Niemand sagt mir, was ich tun soll. Ihre Worte sagen alles. Sie sind indoktriniert. Nein, nein. Sie beide sind so selbstgerecht. So eine Macht bekommt man nicht geschenkt. Man muss Opfer bringen. Sie haben zu viel geopfert. Shepard, ich wollte nur die Menschheit schützen. Der Tiegel kann sie kontrollieren. Ganz sicher. Ich muss nur... Es ist nicht zu spät. Gehen wir. Den Rest machen wir. Das kann ich nicht tun, Commander. Natürlich nicht. Sie gehören jetzt Ihnen. Sie machen alles zunichte, was ich erreicht habe. Das lasse ich nicht zu. Sie gehört Ihnen jetzt Ihnen. Sie sind erbärmlich. Sie sind nicht mehr Sie selbst. Sie wurden übernommen. Nein! Sie haben versagt. Fuck! Sie werden als eine meiner größten Enttäuschungen sterben. Ja, selber schuld. Hat mich vergessen. Scheiße, ich war zu langsam. Da. Die Erde. Ich wünschte, Sie könnten sie sehen wie ich, Shepard. Sie ist so. Perfekt. Das ist es, Leute. Die Arme öffnen sich. Okay. Shepard, Commander. Ich, was soll ich tun? Nichts passiert. Der Tiegel feuert nicht. Es muss irgendwas auf Ihrer Seite sein. Shepard! Ich sehe nichts. Ich bin nicht sicher, wen... Commander!
Warum sind Sie hier? Was? Wo ist das? Auf der Citadel, meinem Zuhause. Wer bist du? Ich bin der Katalysator. Ich dachte, die Citadel wäre der Katalysator. Nein, die Citadel ist Teil von mir. Ich muss die Reaper aufhalten. Kannst du mir helfen? Die Reaper gehören mir. Ich kontrolliere sie. Sie sind meine Lösung. Die Lösung? Wofür? Das Chaos. Für Chaos? Sie tun es sich selbst an. Die Erschaffenen rebellieren immer gegen ihre Schöpfer. Aber wir können das verhindern und die Ordnung für den nächsten Zyklus wiederherstellen. Indem sie organisches Leben auslöschen? Nein. Wir ernten entwickelte Zivilisationen und lassen die Jüngeren in Ruhe. So wie wir beim letzten Mal ihr Volk am Leben gelassen haben. Aber den Rest haben sie getötet. Er durfte aufsteigen und Platz machen für neues Leben. Das Alte wurde in Reaper-Form gespeichert. Wir behalten lieber unsere eigene Form. Nein, das geht nicht. Ohne unser Eingreifen zerstören die synthetischen Wesen die organischen. Durch den Zyklus.